Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Was ist drin? Aber bevor wir starten, eine kurze Anmerkung zur letzten Folge. Da hatte ich gesagt, es ist gar kein Display zu erkennen. Doch, es gibt ein Display, schön in ja, roter Schriftfarbe. Also, ja, sah sehr edel aus. Versuche ich euch auch nochmal als Foto reinzubringen. Und ja, wenn man es auflädt über ein USB, dann ja, kommt so ein Tankstellensymbol. Das ist auch ganz, ganz niedlich. Und ich zeige euch ganz kurz mal die App. Ich habe jetzt mal ja, ein paar Wiegevorgänge schon hinter mir. Dann gibt es so einen körperlichen Fitnessbericht. Ja, BMI seht ihr hier. Und dann hat man auch mal so dünn, gesund, Übergewicht, Fett, wo dann so ja, gesagt wird, ist man jetzt Fett, Körperfettrate, viszerales Fett, Flüssigkeitsanteil, Muskelgewicht und sowas alles. Ja, auch noch sowas wie Körperalter und sowas. Ja, da bin ich auch ein paar Jahre jünger, als ich eigentlich bin. Auch nach dieser App. Und ja, ist eine ganz, ganz feine Sache. Dann gibt es dann hier auch sowas wie Trend. Na, das heißt, über jetzt mehrere Wochen hinweg. Ich habe es jetzt ja schon seit Ende Oktober hier mit dem Messen. Und ja, da kann man auch BMI und alles Mögliche vergleichen und das Gewicht. Ja, ist bei mir jetzt immer so ungefähr gleich gewesen, jetzt im letzten Monat quasi. Gut, ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten, zur neuen Ausgabe. Was ist drin? Hier ist wieder ja, das Paket, was ich bekommen habe. Es ist ja gerade Black Friday Week, also es ist ja nicht nur ein Tag, sondern es ist irgendwie auch schon eine ganze Woche. Ostern angebracht. Ja, wer möchte, kann wieder so für sich mitraten, was hier wohl drin ist. Ich werde es auch gleich aufmachen. Dann sind wir schlauer. So, das kommt erstmal weg. Wird nachher aufgeräumt. Ah, es ist wieder das typische Paket im Paket. So, dann muss man richtig schauen. Ja, versuche es immer noch ein bisschen spannend zu halten. So, hier kommt Lieferzettel. Den wollen wir jetzt hier auch noch nicht zeigen. So. Genau, da fällt mir nämlich ein, auch nochmal zur Waage rückwirkend gesagt. Normalerweise mache ich immer diesen und dann sage ich, ja, nee, da ist auch nichts weiter drin. Dann zeige ich das. Ja, also hier ist jetzt zum Beispiel nichts drin, außer das. Aber beim letzten Mal bei der Waage habe ich tatsächlich das ja, vergessen oder nicht gemacht oder nur kurz. Aber da war tatsächlich das USB. Kabel noch dabei, das war so angeklebt in drin in der Verpackung. Also das habe ich jetzt unterschlagen beim letzten Mal. Also USB-Kabel ist dabei, aber ohne Netzstecker. So, genau. Also könnt ihr jetzt schon mal raten, wenn ihr das jetzt hier seht, größer. Und hier muss ich jetzt mal aufmachen. So, ich sehe es schon.
gut. Und es sind noch mehr Teile drin. Das ist noch nicht alles. Ist ein Thermometer und Hygrometer und sogar Plus. Und das Ganze ist von Switchspot. Da gibt es mehrere Geräte, smarte Geräte, weil auch das ist wieder ein Ecosystem, Switchspot Ecosystem. Für smarte Geräte, Smart Home ist das Thema. Und wenn ihr von mir schon mehr Videos gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass ich auch meine Lampen per Sprache einschalte, dass mein Briefkasten sich meldet, wenn dort was drin liegt. Wie gesagt, die Waage ist jetzt auch smart. Und ja, nun, wo wir jetzt mit den kälteren Temperaturen zu kämpfen haben, hat man trotzdem nicht die Wohnung auskühlen lassen möchte, habe ich jetzt mich entschieden, hier auch Thermometer und Hygrometer auf Smart umzustellen. Wie gesagt, ist gerade Black Friday Woche und da wird es, oder war es jetzt ein bisschen günstiger, oder eine ganze Ecke. Und das ist hier ein Bundle, gibt es nämlich gleich zwei von der Sorte. Ich hatte nämlich jetzt schon eins vorab schon mal bestellt. Das ist schon im Einsatz im Schlafzimmer. Das heißt, das kann ich euch dann auch jetzt mal über die App kurz zeigen, wie das dann aussieht. Genau, da ist jetzt die Switchspot-App, die öffnet sich jetzt. Und dann ja, seht ihr schon per Bluetooth verbunden. Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ich habe schon Arbeitszimmer, Kinderzimmer und Wohnzimmer vorbereitet, aber da habe ich natürlich jetzt noch kein Gerät verbunden, weil das wären ja dann die hier. Und das ist jetzt erstmal fürs Arbeitszimmer und Kinderzimmer als nächstes. Im Wohnzimmer haben wir noch ein alt hergebrachtes Thermometer und Hygrometer. Und ja, dann kann man hier auch raufgucken, sich im Wochenvergleich die Temperatur anzeigen lassen. Dann downloadet er irgendwie noch die aktuellen Werte. Und ja, das heißt jetzt nur, es sollte möglichst nicht unter 17 Grad auskühlen. Zumindest hatte ich das jetzt letztens mal gelesen irgendwo von einem Experten. Also es sollte nicht unter 17 Grad. Und das ist jetzt hier gerade so erreicht. Luftfeuchtigkeit sollte eigentlich auch nicht über 60 liegen, soweit ich weiß. Haben wir jetzt halt in der Spitze mal 65 gehabt. Aktuell liegt sie jetzt so bei 62, wie wir jetzt hier in der Tages-, in der Stundenansicht sehen. Da weiß man dann, wenn man dann mal zwischendurch wieder lüften müsste. Und ja, gebe dann sogar noch ein Exportmöglichkeit. Da sind allerhand Möglichkeiten zu machen. So. Und dann hat man halt auch CSV-Dateien verfügbar. Ich werde jetzt erstmal wieder ausschalten. Und ja, hier ist aber noch was drin, außer die beiden Thermometer. Ich werde mal jetzt vielleicht auch gleich eins mal aufmachen. Das andere ist dann genauso. So, wobei auch da gibt es wieder unterschiedliche Sorten. Das heißt, das, was ich jetzt
Das ja, ist ein bisschen kleiner. Da gibt es verschiedene Varianten. Das hier ist jetzt ein bisschen größer. Fällt sogar was ab. Hier ist ein Metall, was man hier ankleben kann an das Gerät. Und dann kann man das ja, an eine magnetische Fläche dann anheften. So, mal sehen, wo das hier aufgeht. Hier wahrscheinlich. Ja. So, wie immer der Hinweis, nicht gesponsert, selbst gekauft, selbst bezahlt, selbst bestellt. So, hier ist der Switchboard. Genau, mach ich mal auf hier. Hier ist auch so ein Teil zum Hinstellen. Und hier ist offensichtlich auch ein ja, Batteriefach drin, wo zwei AAA-Batterien drin sind. Das kann man nachher abziehen. Oder ich ja, mach's nachher, wenn ich es dann im Zimmer habe. Also man kann es so aufstellen. Hier ist auch was, um das aufzuhängen an der Wand. Ja, das ist alles möglich. Und ja, die Schutzfolie mache ich dann auch nachher im Zimmer erst ab. Genau, also so sieht das Ganze jetzt aus. Das dann hier genauso. Dann ist da halt oben die Temperatur. Kann man natürlich auch in Grad Celsius ausweisen, nicht in Fahrenheit. Und die Luftfeuchtigkeit. So. So, wieder rein. So. Hier ist auch wieder eine kleine Anleitung. Wo man sich dann auch die App runterladen kann. Ich habe sie ja schon. Und so weiter mit dem QR-Code, wenn man sie jetzt nicht so suchen will. Ist aber noch nicht alles. Wenn man jetzt nur die im Einsatz hat oder auch jetzt das Thermometer, dann kann man das zwar alles in dieser Switchbot-App sich anzeigen lassen und exportieren, ist auch schon nicht schlecht. Wenn man es allerdings jetzt mit meinem Smart Home System. Ich mache ja viel über Alexa und habe auch Echo-Geräte. Dann braucht man so ein Hub, damit ja, das kompatibel gemacht wird. Das funktioniert dann über WLAN, während jetzt diese einzelnen natürlich auch über Bluetooth funktionieren würden mit der App. Und dann kann man natürlich auch von unterwegs zum Beispiel seine Werte abfragen. Das geht auch. Theoretisch dann auch in irgendwelche Routinen einbinden, Szenarien einbinden. Was passiert wann? So, da machen wir das mal auf. Da war es jetzt halt günstiger, das alles mal im Bundle zu bestellen, wie gesagt, unter Black Friday-Woche, als jetzt einzeln den Bot zu bestellen. So, der sieht so aus, kommt quasi auch so als Steuereinheit irgendwo zentral hin. Hier ist dann auch ein ja, USB-Kabel dabei. Denn ja, auch der benötigt Strom. Hier hinten ist der Anschluss. Das kann ich ja schon mal reinstecken hier, weil da kommt man nicht umhin. Eigentlich müsste das so gehen. Ja. Und auch den kann man sich jetzt an die Wand hängen. Oder halt kriegt man hier halt hier auf. Hier sind extra so eine, ja, eine Schablone, wo man es
rankleben soll. Und dann könnte man das auch an die Wand kleben. Und wenn man halt eine dementsprechende Steckdose hat, wo man auch USB reinstecken kann, darauf wird es dann wahrscheinlich auch jetzt bei uns hinauslaufen. Ja, also so sieht das Ganze aus. Das ist der Hub. Also Hub Mini heißt es ja. Und ja, mit dem kann man dann natürlich dann nicht nur Switchboard, Thermometer, sondern theoretisch auch natürlich die anderen Sachen, die man so über das Switchboard bekommt, dann auch mit einbinden. Genau. Die Anleitungen sind immer so wie gleich. Ja, mehr ist dann auch nicht drin. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass das angekommen ist, was ankommen sollte. Ich werde mich jetzt ans Einrichten machen dieser zwei Thermometer und des Hub Minis, damit ich es dann auch mit der Alexa-App verbinden kann und dann auch auf meinen Echo-Geräten anzeigen kann oder auch mir per Sprache mal die Temperatur abrufen kann oder die Luftfeuchtigkeit. Einfach fragen, ne? Wie viel Grad sind es im Schlafzimmer und dann wird es angesagt. Okay, ja, das soll es gewesen sein für diese neue Was ist drin? Ausgabe. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine frohe Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss.